Er legte einen Schlauch um sein Haus und alle machten sich über ihn lustig, doch nur ein paar Tage später passierte das Unglaubliche. In den Vereinigten Staaten gab ein Mann $8.300 für ungefähr 120 Meter Schlauch aus, die er rund um sein Haus legte. Alle dachten anfangs, er sei verrückt und sie lachten ihn aus, doch Randy Wagner ließ sich nicht einschüchtern und tat dies nur aus Selbstschutz für ihn und seine Familie. Nämlich aus Angst vor den Gefahren, die die große Flut mit sich bringen wird, entschied er sich, dies zu tun. Zuvor informierte er sich im Internet, wie man sein Haus am besten vor Fluten schützen kann und er fand ein System, wie man dies tut. Um zu verhindern, dass sich das Wasser auf sein Haus ausbreitet, baute er eine Barriere umrum, die das Wasser isolieren soll. Und deshalb errichtete Randy aus 120 Metern Kunststoff eine Barriere auf, die das Wasser abbremst und somit sein Haus schützt. Diese Art von Wand stieg auf ganze 10 Meter auf. Als seine Nachbarn den Bau der Wand sahen, fanden sie es anfangs cool, aber unvernünftig. Doch als dann der Zeitpunkt der Überschwemmung anbrach, schien der einzige vernünftige Randy zu sein, der mit nur $8.300 sein Haus vor dem Schlimmsten rettete. Wobei die anderen, die über ihn gelacht haben, ihre Häuser verloren haben und einen Schadensersatz von ganze $500.000 hatten, um die Reparaturen an ihren Häusern zu bezahlen. Doch wie sagt man so schön, wer zuletzt lacht, lacht am besten.